als ein Sportverein. Mehr als Handball. Der Alpler HC Hart. Wir sind Spitzensport. Wir sind Jugendarbeit. Wir sind Netzwerk. Wir sind Fans. Wir sind soziale Verantwortung. Wir sind Ehrenamt. Und wir spielen um Platz 1. Der Alpler HC Hart. Recht herzlich willkommen und schönen guten Morgen zum heutigen Teufelstalk live aus dem Studio K19. Heute dürfen wir einen Ehrengast begrüßen, den Geschäftsführer der Handball-Spusu-Liga und Spusu-Challenge Austria, Christoph Edelmüller. Schönen guten Morgen, Edi. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Edi, wenn ich richtig liege, bist du seit 1.7. der neue Geschäftsführer der Spusu und Spusu-Challenge und hast Tom Berger abgelöst. Wie kam es zu deiner neuen Aufgabe und wann hatte sich diese abgezeichnet? Ja, also der Tom hat das ja 4 Jahre, nachdem er Geschäftsführer bei Bregenz Handball war und ihn, glaube ich, hier in Vorarlberg bestens kennengelernt habe, 4 Jahre hervorragend gemacht in der Spusu-Liga und Spusu-Challenge und hat sich dann dazu entschieden, ja, einen anderen Karriereweg einzuschlagen und hat mich dann als einen möglichen Nachfolgerkandidat dem Vorstand vorgeschlagen. Daraufhin hat es dann ein Auswahlverfahren, so ein Assessment Center quasi gegeben mit Bewerbungsverfahren, schriftlich, mündliche Hearings etc. Und ja, die Wahl fiel dann auf mich. Da war ich durchaus glücklich. Ganz am Anfang war es auch für mich so, dass ich gar nicht sicher war, ob ich mich bewerben soll, denn mir war schon klar, dass das sehr herausfordernd ist und eine sehr intensive Aufgabe auch sein wird. Aber die Leidenschaft für den Handball ist halt zu groß und darum habe ich mir dann gedacht, ja, ist eine coole Sache. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich diese ehrenvolle Aufgabe seit Juli innehabe. Das heißt, es sprach sehr vieles für dich? Ja, anscheinend. Letztendlich war es ja so, dass dann der Vorstand der Liga einen Vorschlag gemacht hat und dann die Vereine das abgestimmt haben. Ich hoffe, nehme an, auch Hart hat dann für mich gestimmt, das weiß ich nicht. Aber ja, anscheinend waren die Vereine davon überzeugt, dass ich der richtige Kandidat bin. Und das freut mich, aber es geht natürlich nicht da um mich, sondern insgesamt geht es halt darum, dass wir eine gute Zusammenarbeit über beide Ligen hinweg haben innerhalb der Vereine. Ich meine, es ist klar, dass am Spielfeld Gegner sind, die Mannschaften sich bekämpfen, 2x30 Minuten, das macht ja auch den Handballsport aus. Aber rundherum eine gute Zusammenarbeit herrscht und das spüre ich gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt, ist das besonders wichtig. Apropos schwierige Zeiten, jetzt hätte es sich ja sicher einen besseren Zeitpunkt gegeben, den Chefposten zu übernehmen. Eine sehr große Herausforderung im Moment, die Liga am Leben zu halten mit Blick auf den Coronavirus? Ja, also generell würde ich sagen, es ist eine große Herausforderung, den Sport an sich am Leben zu halten. Wir haben das in der Lockdown-Phase im Frühjahr mitbekommen, dass es sehr, sehr schwierig war für alle Sportvereine, egal in welcher Kategorie, Amateursport bis hin zu Halbprofi und Profisport, dass das durchaus herausfordernd ist. Ich glaube, wir haben das im Handball extrem gut hinbekommen. Also wir sind ja Anfang September mit dem Supercup und dann auch mit der Meisterschaft, mit der Challenge, zweite Liga, Spusu-Liga, erste Liga gestartet. Als erste Indoor-Liga in Österreich, als eine der ersten Ligen in Europa mit Zuschauern. Also ich glaube, da hat die Zusammenarbeit der Vereine mit was Präventionskonzepte, Hygienekonzepte betrifft, sehr gut funktioniert. Die Zusammenarbeit mit dem Verband sehr gut funktioniert und auch natürlich die Liga auch ihren Teil dazu beigetragen. Also wir sind sehr happy, dass das so funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich tagtäglich sehr herausfordernd. Wie sieht dein momentaner Tagesablauf so aus beruflich? Weiß man im Moment überhaupt, was am nächsten Tag ansteht? Aufgrund von Corona schwierig, Wochen hinaus zu planen? Ja, das ist auf jeden Fall so. Also natürlich gehe ich in jede Woche oder in jeden Tag und habe 3 bis 5 Themen, wo ich einen Schwerpunkt setzen möchte oder die im Fokus stehen sollten. Aber das Tagesgeschehen ist halt derzeit so, dass ja oft wirklich nicht vorhersehbar ist, was passiert und dann natürlich sehr schnell reagiert werden muss. Wie sieht die Situation mit Zuschauern aus? Gibt es irgendwo einen positiv getesteten Spieler oder Funktionär?
irgendwas funktioniert nicht, Spiele müssen verschoben werden, wie sieht das Thema Livestream, TV aus, etc. Also es sind einfach sehr, sehr viele Dinge im Tagesgeschäft, die es schwieriger machen, mittelfristig strategische Themen, größere Themen anzugehen. Und umso wichtiger ist es, denke ich, und das versuchen wir schon sehr stark, alles, was eine kurzfristige Lösung ist, auch gleichzeitig immer abzuklopfen, macht das auch langfristig Sinn? Ist das sozusagen auch ein Schritt in die richtige Richtung oder ist das jetzt nur ein Brandlöschen, ein Feuerlöschen? Und natürlich versuchen wir alles, was wir tun, sozusagen, dass es konkret und kurzfristig hilft, aber dass es auch mittel- und langfristig Sinn macht. Die Medienpräsenz der Spusoliga ist im Moment enorm groß. Handballfans haben jedes Weekend mehrere Möglichkeiten, über diverse Medienkanäle Spiele zu verfolgen. Wird das auch nach der Corona-Zeit so bleiben oder diente das als vorübergehende Alternative? Das hoffe ich, dass das so bleiben wird. Und das ist genau einer dieser Punkte, die ich vorher gemeint habe. Da geht es einerseits darum, jetzt kurzfristig Alternativen anzubieten, den Fans Alternativen anzubieten, den Partnern und Sponsoren Alternativen anzubieten, präsent zu sein, Vermarktungsflächen nützen zu können einerseits. Und andererseits ist das natürlich schon auch ein Teil einer strategischen Entwicklung, die wir sowieso angehen wollten, die jetzt vielleicht etwas beschleunigt ist, die auch dadurch beschleunigt ist, dass es den einen oder anderen gibt, wie Alpla HC Hart als absoluter Vorreiter, was diese zusätzlichen Produktionen, zusätzlichen Livestreams betrifft. Das war ja schon auch sozusagen vor meiner Zeit immer wieder ein Thema, dass das Hart immer wieder forciert hat. Und ich bin sehr froh, dass da jetzt einige Vereine gibt, die da nochmal zusätzlich Aufwand und Ressourcen auf sich genommen haben und gemeinsam mit uns und verschiedenen Medienpartnern wirklich ein großes TV- und Streaming-Paket jetzt auf den Weg gebracht haben. Also zum Vergleich, wir haben letztes Jahr im Grunddurchgang in der Hauptrunde von den 18 Runden, also 90 Spielen in der ersten Liga, rund 25 TV-Spiele gehabt. Heuer werden das 59, 60 oder sowas werden. Ja, also mehr als verdoppelt, rund zwei Drittel aller Spiele sind im Netz oder im TV zu sehen und das ist schon, glaube ich, ein guter Weg. Auf jeden Fall. Was wäre denn so dein Fahrplan gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre in Bezug auf Projekte der Liga, Veranstaltungen etc.? Also, spannende Frage, denn als ich mir Gedanken gemacht habe, okay, soll ich mich bewerben für den Posten als Geschäftsführer der Spusoligen, da war es so, das war Februar, das war noch vor der Corona-Zeit, aber dann war schon im Bewerbungsverfahren noch sozusagen die zweite, dritte Stufe, weiß nicht mehr genau, war schon klar, okay, Corona ist ein großes Thema. Das heißt, mir war es dann schon sehr schnell bewusst, dass das da sein wird. Themen, die jetzt sicher ein bisschen in den Hintergrund geraten sind, die ich aber als sehr wichtig erachte, ist zum Beispiel das Thema Lizenzierung und Qualitätsmanagement, dass wir da einfach insgesamt als Spusoliga, Spuso-Challenge sozusagen nach und nach in verschiedenen Bereichen das Level heben und auch eben die Standards reglementieren etc. Dafür ist jetzt ein bisschen weniger Zeit. Wir müssen das jetzt einfach eher von der praktischen Seite angehen, so wie beim Thema Livestream zum Beispiel. Ja, da reden wir jetzt nicht so viel theoretisch, sondern wir machen jetzt einfach mal und werden danach dann schauen, dass das alles sozusagen in eine gute Balance auch gebracht wird. Ja, das ist sicher so ein Thema. Ansonsten, natürlich kommt auch das Thema Events und Business Development bis zu einem gewissen Grad zu kurz. Es ist natürlich absolut einfach oder aktuell einfach sehr schwierig, Events zu machen, also Business Clubs und all diese Dinge. Sind wir dabei, jetzt Alternativen zu schaffen und werden die bald präsentieren, aber das ist natürlich ein Thema, was wir sonst noch viel mehr forciert hätten. Kommen wir ein bisschen mehr zu deiner aktiven Vergangenheit als Handballspieler. Zum Beginn deiner Profikarriere hast du ja das Dress von West Wien getragen. Hast du hier auch das Handballspielen begonnen und mit wie vielen Jahren? Ich glaube relativ spät, mit 10 oder 11. Ich glaube 11, ja. Bei West Wien aber? Ja, bei West Wien. Es war so, dass ich davor bei einem kleineren Verein mal so ein bisschen Ball gespielt habe oder Ballspielgruppe war das. Und dann Freunde von mir, Schulkollegen von mir zu West Wien gegangen sind und dann war ich bei West Wien, ja. Wann begann die Profikarriere praktisch? Ja, das war so, bin ja Jahrgang 1981 und ich war so in einer West-Wien-Mannschaft mit sehr vielen talentierten Spielern. Einige davon haben aufgehört, einige
davon kennt man Conny Wilczynski, Roli Schlinger etc., auch ein paar andere, die in die erste Mannschaft gekommen sind und in der ersten Liga gespielt haben. Und ich war da eher immer so ein Mitläufer, möchte ich fast sagen. Also ich war jetzt nicht der Allertalentierteste in der Truppe, war es auch schwierig, der Allertalentierteste zu sein, muss man ehrlich sagen. Und das war für mich nie so ein Thema, ob ich jetzt Profi werde oder in die erste Mannschaft komme, sondern es war immer einfach, ja, der Spaß am Handball hat mich immer angetrieben und das Gemeinschaftsgefühl und ja, hat sich dann so entwickelt und war dann nicht sicher, ob ich nach der Schule weiterspiele und dann habe ich irgendwie ein, zwei gute Jahre gehabt und dann habe ich den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Bisschen überraschend eigentlich, damals auch aufgrund der Legionärsregelung, die damals gekommen ist, die ist mir sicher damals zugute gekommen und ja, dann habe ich mich eigentlich ganz, glaube ich, gut entwickelt. Was mit dem Talent nicht reicht, hast du ja mit dem Kampf sicherlich auch. Genau. Ja, ich war sicher eher immer so ein Arbeitertyp, auch im Training und da so aufgeben war jetzt nicht so meins. Ja. 2004 ging es ja für ein Jahr nach Schweden zum Erstligisten Lund. Ja. Wie kam es dazu und wieso war die Reise nach einem Jahr schon wieder zu Ende? Ja, das Jahr in Lund war motiviert oder war sozusagen von der Studienseite motiviert. Auch. Ich habe Jus studiert in Wien und wollte unbedingt ein Auslandssemester machen. Und da war mir klar, ein Semester bringt irgendwie nicht viel oder ist schwierig mit dem Handball und ich möchte weiter Handball spielen. Also Auslandsjahr und wir sind davor 2004 Vizemeister mit West-Wien geworden. Ich glaube, gegen dich damals verloren und Bregenz, sehr bitter. auf jeden Fall war ich dann ein Jahr in Lund und habe dort im Jus studiert und eben erste Liga gespielt. Und es war dann schon die Möglichkeit, länger zu bleiben, aber ich hätte dann mein Studium nicht fortführen können, weil die juristischen Themen, die international sind, also Europarecht, internationales Recht, waren dann irgendwann erschöpft. Und es war mir schon auch wichtig, das Studium ein Jahr weiterzubringen. Außerdem habe ich mich in Österreich und in Wien immer sehr wohl gefühlt und dann bin ich wieder zurück nach Österreich. Hätte dir das Leben allgemein in Schweden sonst gefallen? Ja, das war schon eine tolle Zeit. Also es war auch eine tolle Liga, muss man auch sagen. Also wirklich starke Liga mit vielen Topspielern, die nachher dann in Deutschland waren. Und so, ja, Lund ist eine Studentenstadt, das war schon sehr lustig und ich war noch relativ jung, habe sogar noch ein paar Haare gehabt, also von dem her war schon eine gute Zeit, aber es war auch wieder toll, dann zurück zu sein. Worin unterscheidet sich der schwedische Handball oder der skandinavische Handball mit dem österreichischen Handball zum Beispiel? Ich glaube, dass sich generell der Zugang zum Sport unterscheidet. Also wir kennen das ja aus den skandinavischen Ländern, ist einfach der Stellenwert des Sports noch mal viel höher. Es ist viel mehr in der Gesellschaft integriert. Es ist einfach ganz normal, Sport zu machen. Es ist auch gar nicht so ein großes Aufsehen, ja, so wow, der ist Sportler oder so, sondern es ist einfach ganz normal, jeder macht Sport. Jung, alt, Frauen, Männer, ganz egal. Und dadurch hast du einfach schon mal einen ganz anderen Grundzugang. Die Leute sind körperlich auf einem anderen Grundlevel, würde ich schon mal sagen. Und der Handball ist ja, so wie man eh auch die schwedische Nationalmannschaft etc. kennt seit vielen Jahren, einfach technisch sehr sauber, taktisch sehr diszipliniert, sehr hohes Spielverständnis in der Deckung vor allem, sehr gute Deckungsleistung. Also ich habe da sehr viel gelernt in dem Jahr, das war schon sehr wertvoll, vor allem auch dann so die nächsten Jahre. Ich habe das dann gemerkt, dass das so ein bisschen nachgewirkt hat auch. Ja. Hat der Handballsport in Schweden einen höheren Stellenwert wie in Österreich? Ja, das ist ganz interessant, das ist eine gute Frage, weil wir kennen ja von Jugendturnieren und so immer wieder, waren wir ja schon in der Jugend in Schweden und immer gedacht, boah, Handball ist ja da Top-Sportart und so weiter. Und in Wahrheit ist es so, in Schweden ist es ähnlich wie in Österreich, da ist Fußball, so wie bei uns, und dann ist Eishockey, also so wie bei uns Skifahren, würde ich sagen. Da. Und dann kommt lange gar nichts. Und dann kommen ganz viele Sportarten, Tennis, Handball, Basketball etc., etc., ganz viele Sportarten. Und die sind sozusagen nicht die Top-Sportart, aber die sind trotzdem deutlich populärer als bei uns. Und wie ich es vorher gesagt habe, es ist so, also ein Beispiel, was ich öfter bringe, wenn man in Schweden fragt, was machst du beruflich? Und jemand sagt, ich bin Handballspieler, sagt man, ah, cool, ich bin, weiß nicht, IT-Fachmann. Und wenn man in Österreich sagt, was machst du beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Handballspieler, sagt jeder, okay, und was machst du noch? Und dann sagst du, ja, ich studiere Jus oder bin Anwalt. Ah, okay, also eh, was Gescheites. Ja? Das ist so einfach dieser Grundzugang, der
in Schweden zum Sport ein anderer ist. Und ich denke, da können wir schon in Österreich auch noch davon lernen. Und wir merken das ja jetzt auch in so einer Krise wie jetzt oder in so einer Situation wie in der Corona-Krise. Es ist schon sehr schwierig auch im Sport, dass wir, obwohl viele Leute dafür kämpfen, in den Ministerien etc., aber das ist sehr schwierig, dass wir auch im Sport diesen Stellenwert bekommen, dass wir sagen, hey, da geht es ja nicht nur um ein paar Leute, die gegeneinander am Wochenende spielen, sondern da geht es um Kinder, da geht es um Jugendliche, da geht es um Leute, die sich bewegen, da geht es um Vorbildwirkung, da geht es einfach um darum, dass wenn wir in 50 Jahren wieder ein Virus haben, wir mit einem guten Immunsystem dem Virus entgegentreten. Um solche Dinge geht es ja auch. Und das kommt mir persönlich manchmal zu kurz. 2008 ging die Reise dann ja weiter, allerdings fast zu Fuß, kann man sagen. Bei den Fivers Margareten ging der Kampf für dich weiter und endete aktiv dann auch 2014. Aus welchen Gründen war deine Karriere dann damals zu Ende? Ja, weil ich keine Lust mehr hatte. Nein, also ganz ehrlich, ich war dann 32, knapp 33. Und es war davor schon so, dass ich das ein oder andere Mal schon ja aufhören wollte im Prinzip oder knapp dran war. Das waren 6 super Jahre bei den Fivers, auch sportlich erfolgreich. Aber es war auch natürlich Handball einfach sehr intensiv und nimmt auch sehr viel Lebensplanung etc. Also es bestimmt ja eigentlich das Leben und den Rhythmus. Das wollte ich dann irgendwann nicht mehr und ich habe im Training gemerkt, wir haben vorher darüber geredet, ich war sicher immer einer, der 100% gibt und ich habe dann gemerkt, okay, es sind irgendwie nur mehr so 95, das ist wahrscheinlich noch gar nicht so negativ aufgefallen, weil damit war ich immer noch gut dabei, was Trainingsmotivation betrifft, aber für mich selber habe ich das halt gespürt. Das war der eine Grund und der andere Grund war, ich wollte immer aufhören auf einem guten Level. Also das war mir immer klar, dass ich dann nicht irgendwie so, dass man sich irgendwann denkt, puh, es wäre jetzt dann nicht so schlecht, wenn er mal aufhört. Und ja, es war einfach so, dass es sich dann so angefühlt hat, dass die Zeit reif ist und es hat auch super gepasst. So mit dem Zeitpunkt nie bereut? Nein, überhaupt nicht. Es war, wir haben bei der Herfahrt im Studio hier kurz drüber gesprochen, das darf ich verraten, das war das letzte Spiel in der Liga, aber nicht so schön, das war für mich ein Hart, das war eine Niederlage im Finale, aber die letzten beiden Spiele waren dann WM-Qualifikation mit Österreich gegen Norwegen, wo wir uns für die WM 2015 in Katar qualifiziert haben, das heißt mein allerletztes Handballspiel war auswärts in Norwegen, ja, glaube ich, perfekter Abschluss. Absolut, Thema Nationalteam, auch für das Nationalteam eben hast du ja 25 Einsätze gehabt für Österreich, von 2012 bis 2014 warst du hier im Einsatz. War die EM in Dänemark 2014 das ganz klare Highlight in deiner Nationalteamkarriere? Ja klar, in der Nationalteamkarriere sicher. Das war schon ein Riesenerlebnis, vor allem auch, weil es extrem schwierig war, dorthin zu kommen. Wir hatten damals eine echt schwierige Quali-Gruppe mit Russland, Serbien, die waren amtierender Vize-Europameister und auch Bosnien auch stark damals und auch heute noch stark aus meiner Sicht. Und dass wir uns da qualifiziert haben, war schon mal wirklich groß. Ja, das war auch so das erste Mal so aus eigener Kraft über so einen längeren Zeitraum qualifiziert, weil die Qualifikation hat sich ein ganzes Jahr gezogen. Und die Europameisterschaft selber in Dänemark war natürlich ein Riesenerlebnis in so einem Handballland. Noch dazu hatten wir das Glück, mit Dänemark in der Gruppe zu sein. Das heißt, jeder Spieltag war mit, ich glaube, 14.000 oder so ausverkauft in Herning. Also das waren schon tolle Erlebnisse. Absolut. War es natürlich aufgrund schon doch ein bisschen des fortgeschrittenen Alters für dich eine sehr extrem enorme zusätzliche Belastung mit Verein und Nationalteam? Oder hast du das gerne in Kauf genommen? Das war natürlich schon eine Belastung. Es war dann so, dass als ich dann eben relativ spät, so mit 30, 31 ins Nationalteam gekommen bin, auch klar war, es geht sich nicht mehr aus. Ich war in einer Rechtsanwaltskanzlei, habe die Rechtsanwaltsprüfung gehabt, habe dort 45 Stunden gearbeitet die Woche. Das war dann klar, das geht sich dann nicht mehr aus. Das ging sich mit dem Vereinshandball und in der österreichischen Liga aus, aber mit Nationalteam nicht mehr. Und dann war ich eine Zeit lang Profi und habe dann auch begonnen, eben bei den Fivers im Bereich Kommunikation etc. zu arbeiten. Und dann hat das wieder ganz gut gepasst. Ja. 4 Titel konntest du ja auch sammeln in deiner aktiven Zeit. 1-mal österreichischer Meister, 3-mal österreichischer Pokalsieger. Zufrieden mit deiner Ausbeute? Ja, absolut. Also ja und nein, muss ich ja eigentlich sagen. Weil wenn man Finale auch verloren hat, kann man nicht sagen, man ist super zufrieden. Natürlich wünscht man sich dann den einen oder anderen Titel mehr zu gewinnen.
das eine andere Mal war es auch sehr knapp. Aber insgesamt, wie ich vorher erzählt habe, wenn ich jetzt in der Jugend an die Jugend denke, weiß ich nicht, mit 15 hätte wahrscheinlich keiner erwartet, dass ich in die U20 komme. Und als ich in der U20 war, hätte niemand erwartet, dass ich in die erste Mannschaft komme. Ja, dann weiß ich nicht, bin ich einmal Meister geworden als Kapitän bei den Fivers, Cupsieger etc. Habe aber auch einen Abstieg mit West-Wien erlebt, Niederlagen, also schwere Verletzungen, also die ganze Bandbreite. Ich finde, das macht es auch ein bisschen aus. Und ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man, wie viel, 11 Meistertitel oder was? Also einer ist schon, finde ich schon ziemlich großartig, ehrlich gesagt. Und ja, dann noch einen sozusagen, als ich bei den Fivers dann Funktionär war, aber der als Spieler einer, und ja, das war schon ein cooles Erlebnis, klar. Wenn du allgemein so zurückblickst, was würdest du sagen, wenn du einen Moment herauspicken müsstest, was war dein schönster Moment auf Vereinsebene in deiner Karriere? Boah. Vereinsebene. Naja, der Meistertitel ist natürlich schon sehr speziell. Ich muss auch sagen, der erste Titel 2009, das war meine erste Saison bei den Fivers, da sind wir Cupsieger geworden. Das war durchaus überraschend auch insgesamt. Auch ein sehr schwieriger Weg dorthin. Viertelfinale, glaube ich, Bregenz dann, und dann Halbfinale, ich glaube, Hart, Finale Innsbruck oder so. Also das war schon richtig schwierig. Diese Erleichterung und das einfach mal geschafft zu haben, auch im ganzen Verein war das damals spürbar, weil er ewig kein Titel da war und immer wieder Finale verloren davor. Also das war schon ein großer Moment. Aber einen Moment rauszupicken ist wirklich so schwierig. Ich nehme an, das geht dir so, das wird vielen ehemaligen Spielern so gehen. Es geht ja auch viel um dieses Gefühl als Mannschaft und wie es so ist, ein Trainingslager und diese Dinge. Also das ist ja nicht immer nur diese Titelgewinne oder dieses Tor oder so, sondern es ist ja auch viel auch diese, das Gefühl, im Mannschaftsbus zu sitzen und diese Dinge, die schwer zu erklären sind, ja, oder absolut beschreiben sind für Leute, die das nicht so kennen. Richtig. Blicken wir mal auf den aktuellen Stand der Spuso-Liga, was die Tabelle betrifft. Wir sehen sie ja hier. Eddie, wenn du das so siehst, hättest du dir das so erwartet? Oder wer ist für dich im Moment die große Überraschung? Das hätte ich so nicht erwartet. Natürlich ist es überraschend, dass der Schwarz nach 8 Runden mit 8 Siegen dasteht. Die haben eine Top-Mannschaft, insofern ist nicht überraschend, dass sie vorne mitspielen. Aus meiner Sicht hätten sie die letzten Jahre schon das ein oder andere Mal den ein, zwei Plätze weiter oben stehen können müssen. Super, dass sie das heuer so auf die Platte bekommen. Sie haben natürlich mit Gerrit Zeiner einen Top-Spieler dazu bekommen, der auch da, glaube ich, sehr, sehr gut dort ins Gefüge passt. Ansonsten ist ja, ein bisschen, jetzt hat sich es ja schon ein bisschen entwickelt, sage ich jetzt einmal, aber Hart auf Platz 5, Krems war auch eine Zeit lang ja weiter hinten, sind jetzt auf Platz 3, also da hätte man schon noch erwarten können, dass diese Mannschaften vielleicht noch näher an der Spitze dran sind. Wenn man Platz 1 und 2 jetzt wegnimmt und sagen wir von 3 bis 8 schaut, zeigt die Tabelle dir auch, dass die Liga noch stärker und ausgeglichener geworden ist? Ja, dass die Liga ausgeglichen geworden ist, das haben wir die letzten Jahre schon beobachtet. Ja. Und das ist wirklich, wirklich super zu sehen. Ich denke, das garantiert einfach viele spannende Spiele. Es gibt kaum Spiele, wo man nachher sagt, eh klar, dass die gewonnen haben. Das ist wirklich extrem positiv und begrüßenswert. Aus meiner Sicht hat das zwei Hauptaspekte. Einerseits, dass viele Vereine mittlerweile auf einem wirklich super Level arbeiten, einerseits, und andererseits tun wir uns sicher jetzt im Vergleich zu vor 10 Jahren oder 15 Jahren, als wir das eigentlich so üblich war in der Tabelle, dass es halt zwei Mannschaften gibt oder drei, die mehr oder weniger durchmarschieren, sage ich jetzt einmal. So ist, dass es sicher noch schwieriger geworden ist, top, top, top Legionäre nach Österreich zu bekommen, weil es einfach international so viele wirklich starke Ligen gibt und einfach so viel Auswahl gibt, wo gute Spieler hingehen. Und da geht dann nicht jeder nach Österreich, und deshalb schiebt sich das aus meiner Sicht ein bisschen zusammen. Dass die Liga stark ist, finde ich, sieht man vor allem auch daran, dass eine Mannschaft wie die Fivers, die offensichtlich auch in der Liga verlieren, wie in Schwarz, dann so in der Europa League spielen. Ich hoffe, dass das West-Wien und Ferlach auch da die Spuso-Liga gut vertreten. Man hat letztes Jahr gesehen, wie gut Hart die Spuso-Liga vertreten hat. Also daran, finde ich, sieht man, wie gut die Liga ist. Und
dass die Liga einen riesen Beitrag zum Nationalteam beiträgt. Also im Kader für nächste Woche stehen wieder, ich glaube, 9 von 18 Spielern aus der heimischen Liga. Alle anderen Spieler haben hier das Handballspiel gelernt. Also das sind, glaube ich, die Beweise, dass die Liga sehr gut ist. Dass gut gearbeitet wird auch. Absolut, ja. Jetzt steht ja heute das Topspiel Alpla HC Hart gegen Fivers Wartmargeräten an um 18.30 Uhr. Wer geht für dich als Favorit in dieses Spiel? Und glaubst du, dass die Fivers die Doppelbelastung spüren werden mit der Euroleague? Ja, also zweite Frage. Ja, die Fivers werden die Doppelbelastung spüren. Favorit Hart für mich. Also für mich ist Hart immer zu Hause Favorit. Egal, ob wer verletzt ist, nicht verletzt ist, die Form gerade ein bisschen schlechter ist oder nicht, ist Hart Favorit. Aber als Sportler, ich meine ehrlich gesagt, also mir persönlich war es als Sportler immer egal, ob ich Favorit bin oder nicht. Ja, das ist für Wettbüros interessant oder ich weiß nicht für wen, aber für Journalisten natürlich, klar, du bist ja jetzt quasi ein Journalist, also insofern legitime Frage. Aber als Sportler denkt man sich, ich will das Spiel gewinnen. Ist mir egal, ob ich Außenseiter oder Favorit bin. Es zählt, dass wir gewinnen und gut spielen. Und deshalb, ja, glaube ich, wird es ein spannendes Spiel zweier sehr guter Mannschaften und der Top-Teams und der bestimmenden Teams im österreichischen Handball der letzten 10 Jahre. Was erwartest du dir allgemein von dieser Partie, von diesen zwei Mannschaften? Ja, ich glaube, spannend wird sein, wie welches Gesicht ihr heute, Hart heute an den Tag legt. Ja? Also es war ein bisschen ein Auf und Ab bislang. Gute Leistungen, teilweise phasenweise sehr gute Leistungen innerhalb von Spielen, dann wieder nicht so gute Auftritte. Also ich glaube, das wird spannend zu beobachten sein, ob sich das stabilisiert hat. Über die Qualität brauchen wir nicht reden. Also der Rückraumreihe ist exzellent besetzt. Jetzt, na, wenn Dominik Schmidt auch wieder da ist, Krismancic, Zivkovic, Horvath in super Form. Also das ist top. Kreisläufer sind für mich gut. Flügel sowieso auch. Ja. Tormann brauchen wir auch nicht reden. Beide Torhüter. Also das ist, wohin man blickt, eine Top-Mannschaft. Und darauf bin ich gespannt, wie stabil sie sich zeigen. Bei den Fivers muss man sagen, dass Stabilität wohl eins der Attribute ist, die sie auszeichnet. Jetzt die letzten 2-3 Jahre immer wieder neue Spieler nachgeholt, sozusagen nachgezogen aus der Jugend und sind meistens recht konstant. Das ist natürlich eben, wie du sagst, die Frage, wie diese Doppelbelastung, wie sie damit umgehen. Ja, die Hand aufs Herz. Sieht man so ein Spiel aus deiner Sicht jetzt heute komplett neutral mittlerweile oder darfst du auch sagen oder zugeben, dass man hier schon eher seinem alten Verein zumindest ein bisschen insgeheim die Daumen drückt? Nein, also das sehe ich wirklich total neutral. Generell sehe ich die Liga sehr neutral. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf hier, aber dann darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Aber für die Stimmung rund ums Spiel ist meistens besser, wenn der Heimverein gewinnt. Und nein, ich sehe das total neutral. Und das ist wirklich eine schöne Sache an dem Job jetzt. Im Vergleich zu, wenn man Funktionär eines Vereins ist, dann hat man unter der Woche sehr viel Stress. Und dann hat man am Wochenende noch größeren Stress, weil man zwar nichts mehr tun kann, aber das Ergebnis so wichtig ist. Richtig. Das verursacht ja noch viel mehr Stress, weil man nichts mehr machen kann, aber man weiß, dass sehr, sehr viel davon abhängt, wie das Spiel ausgeht. Das ist schon wirklich mental anstrengend. Und das ist für mich als Liga-Geschäftsführer sehr angenehm, dass unter der Woche viel Stress ist, manchmal auch am Wochenende viel Stress ist. Aber ob jetzt das Spiel X plus 1 minus 1 ausgeht, ist für mich jetzt nicht mehr so relevant. Das heißt, du wirst dich heute entspannt zurücklehnen, ja, und auf ein spannendes Spiel hoffen. Auf ein spannendes und gutes Spiel und auf ein Spiel, wo sich hoffentlich die Zuschauer, die da sein dürfen, in der Halle freuen und die Zuschauer, die bei im Fernsehen live dabei sind, im Stream live dabei sind. Und darf ich dir noch einen Expertentipp oder einen Tipp heute herauslocken? Oder? Nein, sowas darf ich nicht machen, glaube ich. Ich habe zwar vom Tom Berger kein Handbuch bekommen, aber ich glaube, sowas darf ich nicht machen. Ich weiß nicht, da muss ich noch nachfragen, ob sowas als Geschäftsführer. Dann frage ich dich nach dem Spiel nochmal, dann kannst du immer noch sagen, ich habe es gewusst. Nein, nicht. Wenn die Kamera aus ist, sage ich dann. Okay. Ed, ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, weil ja, am Dank. Abend sehen wir uns natürlich auch in der Halle.
Und auch Sie, liebe Zuseher, haben ab 18 Uhr die Möglichkeit, live der Einstieg mit der Vorberichterstattung mit Johannes Emmerich, meiner Wenigkeit. Und wir werden auch noch den Frankie Schinkels des Handballs, Experte Andi Wager, dazu nehmen und sind dann ab 18.30 Uhr wird das Spiel beginnen. Bis dahin noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann alle entweder beim Streamen oder in der Sporthalle am See. Mehr als ein Sportverein. Mehr als Handball. Der Alpler HC Hart. Wir sind Spitzensport. Wir sind Jugendarbeit. Wir sind Netzwerk. Wir sind Fans. Wir sind soziale Verantwortung. Wir sind Ehrenamt. Und wir spielen um Platz 1. Der Alpler HC Hart. Wer ist Vorarlbergs Nummer 1 im Fußball und im Handball? Wir zeigen es bei K19. Am Sonntag, 1. November ab 10 Uhr berichten wir vom Vorarlberger Derby in der zweiten österreichischen Fußballliga zwischen Austria Lustenau und dem FC Dornbirn. Und ab 14.30 Uhr zieht es uns nach Feldkirch. Dort übertragen wir live das Vorarlberger Handball Derby in der Women Handball League zwischen Blau-Weiß Feldkirch und SSV Schoen Dornbirn. Sonntag, 1. November, live bei K19. Österreichweit in unseren Fernsehkanälen und online auf k19.at. Der Derby-Sonntag bei K19 in Zusammenarbeit mit Loola1.at wird präsentiert von Tozzi Vitaldrink mit Unterstützung der Sparkasse Feldkirch und McDonald's Vorarlberg. K19, am besten live.